Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren StarCraft 2 Legacy of the Void Replaycast. Wir haben das zweite ZVP. Wir sind dieses Mal auf Bridgehead und in Rot der Zerg vom Team Acer. Es ist Bly. Der spielt hier gegen den blauen Protoss vom Team Endurance. Aus Großbritannien. Es ist Tibel. Bly hat Tibel im letzten Spiel gut überrollt. Daran gibt es nichts zu rütteln. Hat einfach Units gepumpt, mal vorbeigeschaut, gleichzeitig einen Drop gestartet. Easy going für Bly, damit 1:0 momentan für ihn. Tibel wieder startet mit dem frühen Prop Scout. Holt sich entsprechend wieder die Gateway Expansion. Hingegen Bly hier wieder mit der Hedge First, dann das Gas, dann der Pool. Also scheint sich so langsam wirklich die BOs einzufinden. Wird Bly wieder einen Two-Base-Push spielen? Ich gehe tatsächlich stark davon aus, gerade auf Bridgehead. Da gibt es diese richtig lästigen Rocks hier hinten. Die kann man einfach abreißen. Und eben Protoss sollte wallen gegen Linge. Aber wenn da Roaches und Ravager kommen, es bringt die Wall ziemlich wenig und ist ziemlich schnell tot und nutzlos. Aber wir werden sehen, wie Bly die Sache hier ausspielen möchte. Probe scoutet hier zumindest mal die neue Hedge. Meint hier ein bisschen an den Minerals rum. Süß. Ich schnapp mir noch ein paar davon. Ja, wird aber vermutlich bald hier gefunden. Kann hier nicht lange bleiben eigentlich. Sobald hier Länge mit dazukommen, wird der Aufenthalt sehr kritisch für die Probe. Denn das ist ein Protoss, nimmt sein Nexus, nimmt sein Core. Und die ersten Dinge werden gleich auf den Weg kommen hier für Bly. Und er kann auch gleich Speed andrücken. Macht er auch direkt. Als die erste Tech, weil hier ist direkt Speed. Natürlich die Probe hier loszukriegen, das ist ein schöner Bonus, den man so gerne mitnimmt. Erst Overlord eilt hier gerade über die Mainbase. Scoutet hier mal rein. Sieht, dass hier ein weiteres Gas kommt. Und steht jetzt hier mitten in der Basis rum. Nicht sicher, ob Falle. Ja, Probe hier nimmt ein bisschen Umweg, kommt momentan auch noch mit ihrem Leben davon, will eigentlich wieder reinscouten. Das könnte das läuft vom Timing gerade so. Das ist zwar die Linge verpasst, aber der Overlord, das sieht die Probe. Und damit hat die Probe hier ein recht kurzes Leben, wird hier gefunden, wird hier angegangen, wird hier auch ziemlich schnell sterben, kommt hier nicht länger weg. Ja, Overlords gehen in Position für Bly. Weil der Overlord hier zieht noch ein bisschen weiter durch, fliegt gerade auf den Highground. Für Protoss kommt bereits das Twilight Council. Könnte weiter in die Tees gehen oder Blink-Push spielen oder generell Blink als Midgame-Strategie ist auch möglich. Link-Speed ist jetzt dann gleich durch. Ja, die Twilight Council wird gleich fertig und Protoss versucht hier nochmal eine Probe rauszukriegen. Also möchte hier wirklich schon Proxy-Pad ansetzen und setzt jetzt auch den Darkschwein. Dafür wäre die Probe richtig. Angst. Die Probe wird sie nicht überleben, wurde jetzt schon von Bly gefunden. Da ist gleich Speed da für die Dinge und da wird diese Probe hier nicht wegkommen. Die wird hier sterben. Ja, Speed schlägt zu, schnappt sich hier die Probe. Und es sind hier immer noch einige Linge unterwegs. Overlord wird hier vertrieben. Linge rennt jetzt hier vorwärts. Wollen sich den Adept krallen und schaffen hier beinahe den. Jetzt kommt hier doch das Round. Richtig guter Move hier von Bly. Hat den Round auf den Adept. Und der Adept wird hier sterben. Er flitt dafür auch sämtliche Linge. Und dafür wird noch ein Overcharge gesehen. Das Overcharge mit 25 Energie ist jetzt nicht das teuerste Investment, das man machen kann. Ja, Bly hat jetzt einen Overlord und wird gleich direkt den Darkschwein sehen. Muss sich also überhaupt keine Sorgen machen, was auf ihn zukommt. Er weiß es nämlich. Protoss hinter spielt auch schon die Robo und wollt hier eben zu. Hingegen Bly hat so langsam das Dronen aufgehört, baut die ersten Roaches. Und das sieht nach vielen Roaches aus, was da auf uns zukommt. Bly hier auf 3 Gas, nimmt sogar ein viertes mit dazu für den entsprechenden Ravager Morph. Und dann werden nur noch Units gepumpt hier vom Zerg. Es kommt noch eine kleine Runde Drones. Nachher wird auf 45 hochgehen. Und ab da vermutlich ein All-In spielen mit entsprechenden Roach-Upgrades als Burrow, Roach-Speed, vielleicht noch Tunneling Claws, wenn man das mitnehmen kann. Es braucht allerdings noch eine ganze Weile von der Forschungszeit, weil es eben erst nach Roach-Speed kommen kann. Protoss bringt so langsam seine Production auf Tour, holt sich die ersten Gateways, hat eine Robo, kann Immortals produzieren, macht allerdings zuerst die Observer. Hat inzwischen auch lange nicht mehr gescoutet, was beim Zerg so abgeht. Ich möchte das natürlich auch wissen. Und er wird das bisschen spät scouten, weil die ersten Roaches sind im Bau, es werden auch mehr und mehr, es kommt die dritte Basis mit dazu für mehr Larven.
Gleich hier auf 46 Drones, auf 45, wenn er die Hatch gebaut hat. Und ab da wird gepusht für den Zerg. Baut jetzt noch weitere Overlords, möchte seine Play möglichst hoch kriegen. Es wird auch Ravager kommen, er hat immer noch sehr viel Gas auf der Bank. Gegen Protoss baut hier Immortal, schnappt sich weitere Adepts. Hat seine Natural auch gut saturiert, ist jetzt auch auf 2-Base. Auf komplette 2-Base-Economy. Und ja, seine Army momentan sieht noch nicht so eindrucksvoll aus. Immortal momentan wäre eine schöne Unterstützung. Observer fliegt jetzt hier einmal hin und her, sieht, dass die dritte im Bau ist, sieht jetzt aber auch die Roaches. Und ja, will hier nochmal in die Mainbase fliegen und wird da auch die Upgrades sehen. Also zumindest der Roach von hier, der ist am Wabbeln, heißt der erforscht gerade. Und es kommt eben Tunneling Klaus hinterher, es kommen weitere Roaches. Momentan keine Ravager auf dem Weg. Es werden vielleicht noch 3, 4 kommen als Unterstützungseinheit. Ultimativ möchte man bei so einem großen Roach-Push mit extra Upgrades hauptsächlich auch Roaches spielen. Ja, es kommt der Swap-Listen für den Protoss und weitere Gates eigentlich, die sind noch nicht bereit, Blink ist noch nicht durch und die Rocks werden jetzt hier angekotzt, das sieht Protoss natürlich, muss entsprechend darauf reagieren. Warpt hier ein paar Stalker rein, eigentlich, er sieht die Angreifer hier nicht, die sind hinter dem Gebüsch versteckt und sieht nur, dass sie hier draufkotzt, ein paar Feinde der Roaches. Rocks gehen jetzt hier down, da kommen die ersten 4 Ravager mit dazu und die können eben die Pylons, hier ist eine richtig schlechte Position, wenn die 2 Pylons fallen, sind die ganzen Gates hier ohne Energie, die Robo können nicht mehr weiter produzieren. Es kommt noch mal ein Warp-Listen raus. Es kommt ein Overcharge, eigentlich mit Chichon. Die Pylons hier werden richtig laut. Da werden jetzt panisch weitere Versorgungspylons nachgesetzt, um hier mehr daraus rauszuholen. Eigentlich ein Ravage hier bewegt sich nach vorwärts, setzt sich eine Kotze ab. Und ja, hier alles ohne Energie. Heißt, Zerg hier hat ein schönes Leben, kann hier fröhlich vorwärts pushen. Jetzt hier Protoss will sich wirklich aus der Lücke rausbewegen. Er ist hier vorsichtig mit seinen Armen, die möchte die natürlich nicht einfach so in Ravage reinlaufen lassen, das ist ein Todesurteil. Roaches waren jetzt hier abgetrennt, rennen Richtung Haupteingang von der Mainbase. Ravager sind hier noch ein bisschen unterwegs, wollen hier noch ein bisschen stressen und wollen hier ein bisschen die Protoss-Army locken, dass sich hier die Position aufgibt und entsprechend sich von seiner Mainbase wechseln. Genau, das macht jetzt das. Kommt hier der Blink vorwärts, jagt den Overseer, jagt jetzt hier die Ravager und währenddessen geht es mit den Roaches an der Mainbase rein. Da ist ein Pylon, der wird eigentlich direkt abgerissen, die Roaches sind jetzt hier drin. In der Basis, da wird ein weiterer Pylon gleich fallen. Ja, wird nicht fallen, da kümmert er sich gerade nicht drum. Pylon, Alter, der Pylon 13 HP. Ja, währenddessen jagen die Stalker, die Ravager, die Immortal stehen gerade doof auf der Karte rum. Protoss hat hier schon einiges verloren, wird jetzt hier gleich seinen Main Nexus. Versucht hier die Roaches irgendwie zu kriegen, eigentlich Roaches haben Burrow und Tunneling Claws. Haben jetzt auch einen Overseer mit dabei für die DTs, das sind 3 DTs da. Die werden eigentlich sofort gesniped, haben hier kein langes Leben. Und ja, Roaches graben sich ein, laufen jetzt vorwärts. Ja, das ist Protoss versucht hier Gegenpush zu starten, eigentlich das sind viele Ravager da zur Verteidigung. Die Ravager Shots sitzen richtig gut, Protoss Ami löst sich mehr auf, hat schon sämtliche Schilde verloren, da kommen weitere Shots. Protoss Ami steht schön in Reihe und Glied, um die Ravager Shots ins Gesicht aufzusammeln. Währenddessen Roaches kümmern sich um alle Props, die gerade da sind. Protoss droppt massiv im Supply mit den letzten 23 gegen Bly's 2-Base Economy. Und wieder mal gut gemacht hier von Bly, einfach den Protoss ausmanövriert. Hat ihn hergelockt und dann einfach darin gepusht, wo Protoss schwach war. Ja, damit verdient Bly 2-0 weiter, zieht damit ins Halbfinale ein. Bin mir nicht sicher, was das nächste Match sein wird. Das sehen wir dann. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Lasst gerne Like, Abo oder Kommentar da. Würde mich megamäßig freuen. Macht's gut und ciao.